Ja, die Frage ist, warum ist die Sammlung so wichtig für uns? Das ist sehr leicht zu beantworten. Wir nehmen als Caritasverband für die Region Günzburg und Neuhölln staatliche Aufgaben zum Teil wahr, die auch über den Staat finanziert werden. Wir haben aber vor allem für Menschen, die benachteiligt sind, auch Aufgaben übernommen, die wir nur aus Kirchensteuermitteln und eben aus Sammlungsmitteln finanzieren. Dazu gehört zum Beispiel auch die Günzburger und Burgauer Tafel. Da geht einiges an Sammlungsmitteln hinein, dass wir diese Leute, die wenig Einkommen haben, gut unterstützen können. Aber vor allem auch unsere Sozial- und Lebensberatung. Hier sind wir überkonfessionell, überparteilich tätig und sehr unabhängig, weil wir hier nur mit kirchlichen Mitteln arbeiten, zum Großteil. Und wir beraten hier Menschen in Notsituationen, die kurzfristig in Not geraten sind, oft auch unverschuldet durch Arbeitslosigkeit oder durch Krankheit. Und hier setzen wir vor allem auch die Sammlungsmittel ein. Daher sind einfach die Sammlungsmittel für uns ein essentieller Anteil an unserer Finanzierung unserer unabhängigen Stellen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch in der nächsten Sammlung uns da unterstützen könnten und Ihren Beitrag leisten für diese Menschen, die kurzfristig in Not geraten sind, denen wir dann Unterstützung zukommen lassen können und Beratung.